Maker Faire 2018 in Hannover. Schaut euch doch am besten die Highlights an und danach höre ich euch rum mit ein paar YouTubern, wenn ihr Bock drauf habt. Dann gibt's noch die Konrad Maker Factory Challenge zu sehen. Und dann habe ich noch spontan meine Knight Rider Badge vorgestellt bei einem Maker Slam. Erkennung, weil du kannst die Schwertfarbe kannst du halt auch ändern. Was gibt's Neues seit Berlin? Die Leuchtdioden streifen drauf. Dies hat jetzt noch keine Funktion, hier ist aber ein sehr kleiner Rechner drin. Das war in meiner Version ist es aber so, dass die WS2812 weder einzeln drauf kommt. Hier ist die 12-Volt-Buchse drin, ja. Und in dieser Platte hier habe ich so Vertiefungen. Man muss aufs Material achten, ja. Denn das Übersprechen zwischen den Lichtkästen kriege ich entweder mit schwarzem Material weg oder ich lackiere schwarz. Okay, we have some proof here. Hier, dann fällt das auch da. Ja, ich war auf jeden Fall einen davon an. Okay. Oh, sehr heiß auf der Kurve. Das ist aber tiny. Wir haben Maya Max bei seinem YouTube-Panel gefunden. Das ist ein Kanal, wo auch eigentlich alles gebaut wird von Holz. Wir sind hier Maker Faire Hannover zur Preisverleihung der Konrad Maker Factory Challenge. Wie komplex sind die Ideen? Wie kreativ sind die Ansätze hinter den Produkten oder hinter den Projekten, die wir heute sehen? Natürlich auch, wir haben eine große Mystery Box rausgegeben. Wir wollten eigentlich, dass ihr alle eure Kisten nehmt und geht. Wo auch viele Maker Factory, also unsere Eigenmarkenprodukte mit drin waren. Wie viel von diesen Sachen ist auch mit eingeflossen? Wir haben einen kleinen und einen etwas größeren Bot gebaut. Mit der Prämisse, dass er offroad-fähig sein soll. Mit der Zielsetzung, dass man ihn einsetzen kann, um zum Beispiel bei eingestürzten Häusern nach überlebenden Personen in den Trümmern zu suchen. Hallo, wir sind das Team von der Handwerkstatt, Georg und Clemens bin ich. Und wir haben uns die Aufgabe gestellt, ein Gerät zu bauen, das 3D-Scannen und auch die Videoproduktion für unsere Handwerkstatt erleichtert. Wir haben einmal so und einmal so. Jetzt ist es schon wurscht. Plus das Ganze an dem Slider ist, die Achse ist verlängerbar. Das heißt, das ist nicht auf diese 60 cm beschränkt. Kontrolle über ein ganz einfaches Interface vor. Und warum das jetzt egal ist, dass ich das jetzt so ruppig bewegt habe, ist, wir haben ja leider einen kleinen Transportschaden. Das ganze Ding ist entstanden in einem sehr kurzfristigen Hackathon von uns beiden an einem Wochenende. Wow. Vielen Dank. Wow. Viel zu ehrlich. Dankeschön.
Ich habe so ein Problem mit Großveranstaltungen und ganz vielen Menschen, die ganz nah bei mir dran sind. Super cool hier zu sein. Ich habe eine Weste, die einen Abstandssensor hat. Und wenn man zu nah kommt... Dieser Hut zeigt nun an, ob er getragen werden will oder nicht. Wenn es zu warm ist, zeigt er ein buntes Regenbogenmuster an. Und sobald es kalt ist, wird er dann blau. Und so, das Spiel startet. Ich habe einen Joystick, mit dem ich oben die Angel links und rechts bewege. Cool. Jetzt kann man so danke, erkennen. Das funktioniert auch. Und wenn ich den Sensor aus dem Wasser raus bewege, ziehe ich quasi die Angel wieder ein. Und eine Plattform, die am Fluss schwingt, sich selbst mit Strom versorgt und dabei Umweltdaten sammelt. Das war im Prinzip die Idee. Und bei einem Streifzug durch den Baumarkt sind wir dann auch gleich mal auf eine Schlüsseltechnologie gekommen, die wir gerne einsetzen wollten, nämlich die Abflussrohre. Ja, stimmt. Da war ja drin, ne? Okay. Und wir haben uns auch entschieden, es wird keinen dritten oder vierten Platz geben, es wird einen ersten und dann noch drei zweite Plätze geben. Ja, dann der erste Platz ist der USB 3000. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis. Nicht du, Clemens. Die Steuerwerke. Ameisen-Scheiße. Schnappt man uns hier irgendwo was zum Löten und fertig. Ja, das Problem ist, das wird heiß und es geht dann kaputt. Ich brauche ein 47 Mikrofarad, Elko bis 50 Volt mindestens. Hier gab es aber keinen. Hier gab es keinen. Naja, und hier nun wirklich gar nicht. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Wir sind dann doch noch fündig geworden, und zwar in der Bastelecke von Konrad. Wer hätte das gedacht? Sobald dann die Last kommt, geht es nicht mehr. Es hat sich ganz kurz gedreht, aber ich war zu langsam und dann gar nicht. Oh, warte mal, hier kann ich den Berg runterfahren. Ja! Nach dem kleinen Stunt ging es dann ab nach draußen. Musik war auch für jeden was dabei. Und dann sitzen wir so wie dieser Mann in dem Boot entspannt vor der Bühne und ein Mecha-Slam wird angekündigt und ich melde mich spontan an. Ich bin im Internet unterwegs unter Dave Darko. Kurze Frage, kennt überhaupt jemand hier Knight Rider? Vielleicht mal Namen kurz heben? Okay, das ist gut, das beruhigt mich. Ich bin heute hier, um meine kleine Badge vorzustellen. Ich glaube, das reicht an der Ukulele, die ich selber eingespielt habe, damit ich keine Probleme auf YouTube bekomme. Beifall für alle, würde ich sagen. Super. In einer, bitteschön. 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 Ja, bis zum nächsten Mal, ja. Ja, was er sagt. Bis zum nächsten Mal. Danke.